Moin Moin Schizos und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Schizo Wall. Mittlerweile schon die siebte, ja. Das ist der Kashi, der wieder einmal mit am Start ist. Ich bräuchte ihn im Grunde noch nicht mehr vorstellen, aber wenn ich es nicht täte, wäre er beleidigt. So, ja, er ist natürlich auch in der Streambeschreibung verlinkt, er ist oben auf der Infocard verlinkt. Aber vorne, wartet erstmal ab, wie schlecht seine Darbietung heute ist. Dann könnt ihr entscheiden, ob ihr bei ihm vorbeischaut. So ist das, ne? Ja, was machen wir hier eigentlich? Wir werden uns jetzt gleich wieder einzeln Perücken aufsetzen, im Hintergrund hängen sie bereits, und versuchen den anderen zum Lachen zu bringen. Wir haben dafür 2 Minuten Zeit, entweder gelingt es oder es gelingt nicht. Wie sieht der aktuelle Punktestand aus? Der Kashi führt leider Gottes, nee, nicht 2:0, es ist bereits 3:0. Es ist im Prinzip unmöglich, das zu zeigen. Und das bedeutet für mich, ich mag ihn nicht mehr so. 3:1 steht's. Habe ich irgendwo nicht gelacht? Steht immer noch 3:0. 3:0, ne? Ja. Ich hab da überall gelacht. Hammer! 3:0? Ja, hab's doch. Die 7. Ausgabe. Cool. Doch immer gelacht über dich. 7. kann ich lachen. Egal, wir ziehen trotzdem durch bis 10. Ich kann noch verlieren. Wir ziehen aber auch durch bis 10. Ne? Ja, gut, wir machen Schnickel, Schnackel, Schnuckel und dann entscheidet sich, wer den anderen als erstes zum Lachen bringt, nämlich der Gewinner muss. Ich nehme Papier. Den anderen zum Lachen bringen. Gut, ja dann. Nimmst du am besten Schere. Ja, hast dann verliere gewonnen. Ich. Hast gewonnen. Wenn ich Papier nehme und du Schere, dann hast du gewonnen. Okay. Schere schneidet Papier. Soll ich dir auch noch erklären, was Papier und Stein ist? Dann habe ich gewonnen. Soziales Bürgeramt. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich hab verloren. Hä? Nein. Du verstehst es nicht, ne? Ey, ich hab die Schere gehabt, ich hab verloren. Das sieht gut aus, warte mal, lass das mal. Nein! Lass das mal. Die ist morgen nicht ein. Ich will es nicht. Wie sieht denn das aus? Muss ich anfangen? Nee, du fängst an, ne? Du fängst an. Okay. Ich hab verloren. Nein. Ich hab verloren. Du hast auch Papier gehabt. Ja, und du Schere. Die Soll Schere. Ich dir noch ein drittes Mal erklären? Ah, so! Wenn das Papier kaputt ist, ist das sein Papier kaputt. Warum sollte die Schere kaputt sein? Ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Wie blöd seid ihr eigentlich? Rafft das hier auch irgendeiner das Spiel? Worum geht's hier überhaupt? So, jetzt mal. Oh. 3, 2, 1. Scheiße! Caro, ey, was schreibt die denn immer? Ist so gemein, was die immer schreibt, ey. Ey, die ist so dreist! Wir sind beste Freunde, ne? Aber wenn sie dann sauer ist auf mich, die schreibt Sachen, die sind so verletzend. Aber ich schlag jetzt mal eiskalt zurück, Mann. Pass mal jetzt auf. Ich schreib jetzt auch. Also, ich lasse mir das nicht länger von dir gefallen. Du blöde Nasenbär, Langhaar, Schwanz, fotzige Drecksmakaroni, ekelhafte Nase, verkrümmte Scheinsekretpenetration deiner Mutter, Nasenflüssigkeit Easter. Die hab ich gesehen. Du stinkst wie dein Bruder, der auch dein Cousin darstellt in körperlicher Form. Du bist eine ganz gemeine, zimperliche Oberzicke. Ich weiß es noch, als wär's gestern gewesen. Bestimmt wohl. So. Du widerst mich auf sämtliche Orten an. Die konnten das gerne mal aufzählen. Ort Nummer 1 dieser Anwiderungsversuche. Du vorletzt, während wir auf dem Bus waren, geht's für mich nicht in Ordnung. Anwiderungsversuch Nummer 2. Du zimperst immer im Lokal rum, dass deine Suppe versalzt ist. Ne? Und. Ich hasse diesen Jungen.
Ich hasse diesen Jungen. Ich hasse diesen so dermaßen. Weißt du, was das Geile ist? Egal was passiert, ich kann nicht mehr verlieren. Ja, aber wir ziehen trotzdem bis zur 10. durch. Sehr, sehr gerne. Vorher tue ich so, als wenn das noch alles in der Luft schweben würde. Aber das beruhigt mich gerade sehr. Ja? Ich habe dir auch gar nicht zugehört, was du gesehen hast. Heute nur nicht lachen, nicht lachen, nicht lachen. So, der Kashi ist jetzt an der Reihe. Jetzt muss er mich zum Lachen bringen. Das wird ziemlich lustig. Und ich werde auf gar keinen Fall lachen. Das werde ich auf gar keinen Fall machen. Ich sage das noch einmal, ich werde auf gar keinen Fall lachen. Muss ich die Augen verbinden, ne? Ist so, als hätte ich die Augen verbunden gehört. Nein. Alles merkwürdig oder hier. Haben wir danach noch eine Folge? Nee, ne? Nee, danach. Okay, dann, Also, ist nicht geplant. Der Tag fällt spontan was ein. Da kommen wir mal. So. Okay. 3, 2, 1. Den Untersuchen, eine Toladose ohne die Zahlung aus einem Automaten zu entnehmen, wurde der Täter vom Umstürzen der Automaten erschlagen. Oh, das gibt's doch gar nicht. Das kann man nicht. Ein Mann, der seine Schrotflinte hinter einen Lauf packte und wünschte, halt das Auto seiner Ex-Freundin mit einer Keule einzuschlagen. Aus der geladenen Waffe löste sich also durch die Burg. Das ist auch als ein Schuss, der den Täter in der Brust noch nicht sofort verletzte. Warum hast du gedacht? Weißt du, was mich wirklich zum Lachen bringt? Das ist wirklich, also ernst gemeint jetzt, wie scheiße du aussiehst. Echt? Ja, wenn ich die Augenbinde schon abnehme, und es ist eigentlich fast egal, welche Brücke du aufhast, es sieht immer so. Scheiße. Random aus, aber so abgespaced. Wenn du allein, guck dir das doch mal an. Geh doch mal ran an die Kamera. Mit den Zottelfriesen und alles. Du bist immer so eine Verrückte, wenn du mit einer Frau spielst. Guck dir doch mal an jetzt, wie du aussiehst. Da so, mit den Haaren. Und die Nase vor allem. Was ist mit der Nase? Ja, die. Ich bin eine wunderschöne Frau. Ich konnte das noch nie verkraften, wenn du immer so Frauenperücken aufhast und bla. Und vor allen Dingen, wenn du so Dumpfnüsse spielst, wie zum Beispiel damals Chantal oder wie sie sieht. Ja. Und so immer. Das ist einfach, das kann ich einfach nicht mehr. Du bist einfach nur gestört, als wärst du aus so einer Anstalt entflohen. So siehst du aus. Ah, das ist doch gut. Ja. Also ich meine, das ist mein Vorteil, ne? Ja. Klar. Auch wenn er jetzt viermal bereits nicht gelacht hat. Ja. Das ist richtig. Und im Grunde genommen klar ist, dass er insgesamt schon gewonnen hat, weil ich das nicht mehr aufholen kann innerhalb von 3 Ausgaben, die es noch geben will, Freunde. Ich werde trotzdem mich nochmal erheblich steigern zur nächsten Ausgabe. Die nächste Ausgabe, die 8., findet dann wieder auf Kashis Kanal statt. Und Freunde, dann kann der Bengel sich warm anziehen. Ich werde beim nächsten Mal besser vorbereitet sein. Ich werde mehr in den Angriffen achten. Besser, du hältst nicht fressen. Ich bereite mich vor beim nächsten Mal. Ich werde auch Moderationskarten haben, damit ich uns jetzt sprechen kann. Stellst du dich dann auch hier? Ich stell mich da hinten und alles. Ich mach das. So quasi. Ich mach das. Moin Moin Schizos, herzlich willkommen. So ungefähr? So ungefähr. Ja. Bei nicht lachen, die Challenge. Hm? Oh, immer ziehst du diesen Joker, der gar kein Joker ist. Der war ein Super-Joker. Das ist nur primitiv. Darüber lacht auch niemand. Doch. Ja. Freunde, freut euch auf die nächste Ausgabe. Die findet, wie gesagt, bei Kashi statt. Ihr könnt mal ihn abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Die Streambeschreibung verrät euch den Link zu seinem Kanal. Oder ihr klickt oben auf die Infokarte. Was habe ich denn eigentlich gemacht gerade?